Lisa. Guten Morgen. Guten Morgen, Karl. Morgen, Hans. Herr. Na, Hans, gut, dass du so früh kommst. Brekewold beschwert sich über unsere Lieferung. Die Ware sei teilweise verfälscht. Verdorben, schreibt er. Und will sein Geld zurück. Wir haben ihm Safran, Pfeffer, Zimt, Muskatnuss und Vanille. Ja? Das haben wir ihm geliefert. Ihr habt die Ware am Mittwoch vor Ostern zu ihm geschickt. Als die Kutsche losfuhr, schneite es noch ein letztes Mal. Wir standen dort am Fenster und haben den Kindern zugeschaut, wie sie draußen auf der Gasse tanzten und versuchten, die Flocken zu fangen. Das war gute Ware, Herr. Sie kann unmöglich in so kurzer Zeit verdorben sein. Ja, du hast recht. Aber manche Menschen sprechen nicht die Wahrheit, Hans. Und wenn sich seine Lüge herumspricht, werde ich womöglich noch weitere Kundschaft verlieren. Teilt ihm mit, er soll die Ware hierher zurückschicken und wir werden ihm den Kaufpreis erstatten. Wenn die Ware aber fehlerfrei ist, kann er unmöglich unser Angebot annehmen. Und um seine Lüge nicht zu entlarven, wird er nie wieder ein Wort über den Handel verlieren. Was sollte ich nur ohne dich machen, Hans? Was ist mit der Livree und deiner Tasche? Stimmt etwas nicht, Hans? Nein, ist alles gut. Nur, ja, meine Zeit ist herum. Ich möchte nun gern wieder heim zu meiner Mutter. Gib mir meinen Lohn. Hat dir jemand ein Leid angetan, Hans? Nein, nein. Gefällt es dir nicht mehr bei mir? Jeder Tag in eurem Haus war ein schöner Tag, Herr. Ein geglückter, glücklicher Tag. Warum, Hans? Warum willst du da gehen? Ich habe geträumt. Vom Meer. Die Möwen haben mich gerufen. Und als ich aufstand, wusste ich es. Hier habe ich es gespürt, ganz genau hier. Meine Zeit ist herum. Ich will heim, zurück ans Meer. Ich lasse dich nicht gern gehen. Niemand hier lässt dich gern gehen, Hans. 7 Jahre hast du mir gedient. Treu und ehrlich. Aber wenn du gehen willst, dann bist du ein freier Mann. Weder Dukaten noch Taler sollen dein Lohn sein. Auch nicht Seide, Safran oder Zimt will ich dir geben, sondern ich gebe dir. Ich gebe dir. Das soll für mich sein. So wie der Dienst war, so soll auch der Lohn sein. Ist ja so groß wie mein Kopf und glänzt wie die Sonne. Also passt er zu dir, lieber Hans. Und schwer ist der Klumpen her. So, nun mach dich auf den Weg nach Hause. Leb wohl. Und viel Glück. Hab Dank. Was willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Drum lerne nur das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da. Wie die Bächlein springen, Lerchen schwirren hoch vor Lust. Ich will froh mit ihnen singen, jauchzend und aus voller Brust.
So. Das Salz ganz nach hinten, das wird zuletzt ausgeladen. Und jetzt hol den Wein. Na, den Wein! Husch, husch! Salz für Meier in Buxtehude und 5 Wellen Lein für Warmböke. Fehlt noch der Wein für Nystedt. Und dann wollten wir noch den Wein aufladen für den Markt in Lauenburg. Da haben wir immer die besten Preise erzielt. Ah, wo bleibt denn dieser Mann nur? Hey, V-Pelz, wo treibst du dich herum? Vater, er gibt sich Mühe. Außerdem sind wir sehr früh dran. Früh dran? Zeit ist Geld! Moin, moin, schöne Frau. Ist das nicht ein wunderprächtiger Tag? Tja, genau. Wunderprächtig. Wie gemacht, um ans Meer zu laufen. Ans wunderprächtige Meer. Am Meer kann man wunderprächtigen Handel treiben. Mit Fellen, Baumwolle, Leinen, Bernstein. Und mit Gewürzen. Damit handelt mein Herr, also mein gewesener Herr, mein bis heute früh gewesener Herr. Er hat immer gesagt, Hans, das Meer ist die größte Handelsstraße der Welt. Und dann habe ich gesagt, nein, für den Fischer ist das Meer wie der Acker für den Bauern. Und was hat dein Herr dazu gesagt? Er hat gelacht und gesagt, was dem Insin Uhl ist, dem anderen sind Nachtigall. Ein kluger Herr, dein Herr. Mein gewesener Herr, ja. Er hat genauso ein Brett wie ihr. Schreibt sich alles auf, damit er nichts vergisst. Aber solange ich bei ihm war, habe ich ihm beim Erinnern geholfen. Er wird seine helle Freude mit dir gehabt haben. Er wollte mich gar nicht gehen lassen. Aber ich musste ja los. Die Möwen haben mich daran erinnert. So, so. Die Möwen. Das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Nein. So. Kein Scherz. Vorsicht. Oh. Ja, vorsichtig. Noch 3 mehr. Noch 3 mehr. Du hast recht, mein Kind. Moin, moin, guter Herr. Viel Glück auf eurer Reise. Moin, moin, Wandersmann. Auch dir viel Glück auf deiner Reise. Komm jetzt. So. Ich bin dann mal weiter, schöne Frau. Wie war das noch gleich mit den Möwen? Sie haben mich gerufen. Im Traum. Hin gen Norden zieht die Möwe. Hin gen Norden zieht mein Herz. Fliegen beide aus mitsammen, fliegen beide heimatwärts. Ist das Gold? Mein Lohn für 7 Jahre Dienst. Oh, ihr seid ein glücklicher, reicher Mann? Glücklich, genau. Aber er ist doch recht schwer, der Klumpen. Und ich weiß auch noch nicht, was ich damit machen werde. Ja, aber mit Gold kannst du alles kaufen. Seide, Bernstein, ein Haus, eine Kutsche, ein Diener. Du hast alle Möglichkeiten. Ich denke darüber nach. Vielen Dank, schöne Frau, für den Rat. Was trägt der Schweres? Gold. Gold? Du machst Witze, mein Kind. Gold. Schau ich in den großen Garten dieser großen schönen Welt. Muss ich auf mein Glück nicht warten, weil mein Leben mir gefällt. Komm auf, mein Pferdchen, lauf schneller, schneller! Langsamer, Vater, nicht so schnell. Am Ende bricht noch ein Rad. Der Goldklumpen, den er da trägt, der müsste ungefähr 20 cm im Durchmesser sein. Also mindestens 40 Kilo. Na also, es ist kein Gold. Es kann kein Gold sein. Sonst wäre er ja so reich wie dein Vater. Reicher als dein Vater. Reicher als jeder in unserer Stadt.
Was ist das Reiten? Ein schönes Ding. Da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinem Stein, spart die Schuhe und kommt fort, er weiß nicht wie. Und überdies sieht man dabei immer blendend aus, wie ein Prinzen aus dem Ei gepellt. Und du, Wandersmann, was führt dich hierher? Wie war doch gleich der werte Name? Mein Name ist Hans. Ei, Hans, was für ein schöner, dabei auch wieder einfacher Name. Also, warum um Gottes Willen läuft ein Mann wie du per pedes apostolorum? Zu Fuß. Ich muss ja wohl. Da habe ich einen Klumpen heimzutragen. Es ist zwar Gold, aber ich kann den Kopf dabei nicht gerade halten. Auch drückt's mir auf die Schulter. Ja. Ihr gestattet? Ja, ja. Das ist Gold. Das ist Gold, tatsächlich. Ja, was sonst? Aber das ist ein Kreuz mit diesem Gold. Hier tut's mir weh und die Knie und auch hier ganz doll. Verstehe, verstehe, mein Lieber. Mit dem Gold, das ist in der Tat so eine Sache. Es ist schwer, durchaus schwer. Ja, ihr dagegen, ihr müsst ein glücklicher Mann sein. Mit solch einem Pferd, wie schnell einer darauf reiten kann. Ja. Das ist doch was ganz anderes als ein Klumpen. Weißt du was? Wie wär's, wenn wir tauschen? Ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir deinen Klumpen. Und mit einem Schlag bist du alle deine Sorgen los. Nein. Also ja. Ja, von Herzen gern. Aber ich warne euch, ihr müsst euch damit abschleppen. Wenn ein Mann einem anderen in der Not helfen kann, wer täte das nicht gerne? Dein Glück, Hans, dein Lächeln ist mir der schönste Lohn. Das hier sind die Zügel und wenn es mal recht geschwind gehen soll, einfach nur mit der Zunge schnalzen und laut Hop-Hop rufen. Das ist ein Kinderspiel. Einfacher geht's nicht. Leb wohl, mein lieber Hans, und alles Gute auf deinem Weg. Leb wohl, Junker. Moin. Jetzt hat er ein Pferd. Aber hier ist doch kein Markt weit und breit. Aber vielleicht hat er das Pferd ja auch gestohlen. Das kommt auch vor beim Menschen. Nein, der ist kein Dieb. Uns geht's doch immer nur um unseren Vorteil. Da weiß man nie. Ein bisschen Spaß haben, ja? Etwas schneller reiten. War das denn? Hopp, hopp. Hopp, hopp. War das zu leise, Pferdchen? Hopp, hopp. Ach, das hab ich vergessen. Hopp, hopp. Ja! Hopp! Ja! 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 Jetzt auch wieder nicht.
Pferdchen, ja? Stopp! Der Schild! Komm, hab ich gesagt! Hilfe! Ja, leider. Leider ist das mein Pferd. Leider? Warum leider? Das ist mir durchgegangen. Der Satan ist es. Ja, der Satan steckt in dem drin. Oh, es ist doch ein schönes Pferd. Oder hat es die Hundswut? Die Hundswut? Ich was? Ja, mir starben 5 Kühe daran seinerzeit. Und euer Pferd? Ah, nein. Ist gesund. Munter. Starke Zähne. Ihr habt Glück. Glück. Das ist ein schlechter Spaß, das Reiten. Zumal, wenn man auf so eine Mähre gerät, hier wie diese da. Du stößt und einen herabwirfst, sodass man sich den Hals brechen kann. Lernt reiten, dann wird's ein Spaß, ich sag's euch. Nee, nie. Nie wieder setze ich mich auf dieses Tier. So eine Kuh dagegen, ja, die lob ich mir. Ja, mit so einer Kuh, da kann einer mit Gemächlichkeit hinterhergehen und hat obendrein seine Milch, seine Butter, seinen Käse jeden Tag gewiss. Mit so einer Kuh, da kann man eine Familie gründen. Eine Familie gründen? Ja, ihr müsst ein glücklicher, ein zufriedener Mann sein, Bauer. Ja, glücklich? Erst kalbte die Kuh nicht. Dann kalbte sie doch und draußen regnete es. Und dann wurde es heiß und das Gras verdörrte. Und dann lag plötzlich Schnee auf den Beinen. Wie soll ich da glücklich sein mit meiner Kuh? Ja, weil das Leben mit so einer Kuh schön ist. Ist viel schöner als mit so einem Pferd. Ja. Mensch, was geht mich darum, so eine Kuh zu haben? Wenn euch damit so ein großer Gefallen geschieht, dann will ich euch wohl die Kuh für das Pferd vertauschen. Das würdet ihr? Ja, also von Herzen gern. Nichts lieber als das. Ja, der Handel gilt. Gemacht. Viel Glück mit meiner Kuh. Viel Glück mit meinem Pferd. Moin, moin. Leb wohl. Moin, moin, guter Mann. So, mit dir hab ich jetzt das Glück gepachtet. Komm! Fein, mein Pferdchen. Da gibt's fein was zu trinken und fein was zu fressen. Damit du fein bei Kräften bleibst. Es ist alles an seinem Platz, Vater. Sehr schön, mein Kind. Wenn der Preis günstig ist, dann kaufe ich noch Salz in der Saline und Bier beim Brauer. Macht langsam, Vater. Es ist heiß. Papalapap. Müßiggang ist allerlaster Anfang. Eine Kuh? Jetzt hat er eine Kuh? Bei dem bleibt nichts, wie es war. Was kümmert dich der Wandersmann? Reib unser Pferdchen trocken. Mach ich, Vater. Und ich hol die Ware. Ja, wir ruhen jetzt hier aus. Ist ja Mittag. Und frissen. Zum dritten Mal, Wandersmann. Schöne Frau. Ist es deine? Ja. Ist sie nicht wunderprächtig? Du warst doch gerade noch eben mit einem Pferd unterwegs. Und vor dem Pferd, da trugst du einen Goldklumpen. Ja, das Gold für das Pferd und das Pferd für die Kuh. Das glaube ich jetzt nicht. Das ist doch unmöglich. Ihr wollt mich zum Narren halten. Ihr habt das Gold irgendwo versteckt. Versteckt?
Und was mit der Kuh? Da habe ich doch alles, was ich zum Leben brauche. Was du zum Leben brauchst? Alles. Habe ich nur ein Stück Brot. Und daran wird es mir ja wohl nicht fehlen. Dann kann ich so oft ich will Butter und Käse dazu essen. Und habe ich Durst? Na, dann melke ich die Kuh und trinke Milch. Herz, was willst du mehr? Nee, aber ein Goldklumpen ist doch viel mehr wert als ein Pferd. Und ein Pferd ist viel mehr wert als eine Kuh. Wer sagt das? Jeder. Jeder Mensch. Ob Bauer, Kaufmann, Knecht oder Markt, jedes Kind weiß das. Du hast schlecht getauscht. Nein, ich habe gut getauscht. Für wen ist Gold mehr wert? Für wen ist ein Pferd mehr wert? Was bringt es mir, wenn etwas für andere mehr wert ist? Mich muss es glücklich machen. Warum soll ich mich ärgern, mich plagen mit etwas, das mich nur hemmt, hindert, stört? Versteht ihr? Das Leben ist eine leichte Sache, schöne Frau. Man darf es sich nur nicht zu schwer machen. Da denke ich drüber nach. Wie heißt du eigentlich? Hans. Ich bin Elisabeth. Elisabeth, wir könnten zusammen feiern, dass die Kuh und ich und dass wir beide uns begegnet sind. Komm. Nein, mein Vater wartet auf mich. Ah, der Handel gut nie, richtig? Tja, dann vielleicht ein andermal. Leb wohl. Warte. Ich komme. Bedient euch, ja? Mit meiner Kuh, da brauche ich keine Vorräte mehr. Meine Wegzählung steht draußen und Mut und frisst und gibt Milch. Wirtin, Bier für 3 Heller. Das ist mein letztes Geld. Das reicht für ein Glas. Dann bringt mir ein ganzes halbes und für Elisabeth auch ein ganzes halbes. Auf meine Kuh! Auf alle Kühe! Du solltest sie heiraten, deine Kuh. Besser eine Kuh heiraten als ein Rindvieh im Bett. So, jetzt kann's weitergehen. Elisabeth? Elisabeth! Eigentlich jemand auf dich? Am Meer? In meinem Dorf? Ja. Meine Mutter wartet da. Deine Mutter? Wie schön. Ich habe keine Mutter mehr. Das tut mir leid. Vor 7 Jahren hat sie mich fortgeschickt. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie wiederzusehen. Sie hat dich fortgeschickt? Nach dem großen Sturm. Vater kam nicht zurück. Er ist auf dem Meer geblieben. Er war Fischer. Er war gerne Fischer.
Und deine Mutter wollte nicht, dass du auch Fischer bist. Weil sie Angst um dich hatte. Ich war noch nie am Meer. Das ist der schönste Ort auf der Welt. Du kannst so weit gucken. Über das Wasser, die Wellen. Die manchmal hell sind, manchmal dunkel. Blau, grau, grün. So weit kannst du gucken. Bis dahin, wo der Horizont sich krümmt. Und dann ist da nur noch der Himmel und der Wind. Dann bist du der freieste und der glücklichste Mensch auf der Welt. Das hört sich wirklich schön an. Vielleicht kann ich euch da mal besuchen. Am Meer. Dich und deine Mutter. Elisabeth! Ich hab dich schon überall gesucht. Vater, kann ich dir Hans vorstellen? Moin, moin. Moin, moin. Wir sind uns doch heute schon begegnet, oder? Mhm. Komm jetzt, Elisabeth, wir müssen weiter. Ich fand's wirklich sehr, sehr schön, mit dir zu reden. Und auch das Tanzen, das fand ich sehr schön. Das war... Warte. Für euch. Ein Geschenk. Elisabeth, kommst du jetzt? Auf Wiedersehen. Na komm schon. Siehst du, wie die Bächlein springen, Lerchen schwirren hoch vor Lust. Ich will froh mit ihnen singen, jauchzend und aus voller Brust. Weiter geht's. Dem Ding ist ja zu helfen. Da kann ich meine Kuh melken und mich an der Milch laben. Komm. Ja. Strapp, Strull, ist die Mütze noch nicht voll. Strull, Stripp, Strapp, Milch muss in die Kapp. Hey, ich hab Durst. Stripp, Strapp, Strull,
ist die Mütze noch nicht voll. Mir klebt die Zunge am Gaumen, deswegen melke ich dich. Verstehst du? Verstehst du oder verstehst nicht? Ich melke dich jetzt weiter. Das geht's. Na, was sind denn das für Streiche? Was ist denn mit euch passiert, guter Mann? Da. Ja, trinkt. Ja. Trinkt erst einmal und erholt euch. Seid ihr unter die Räuber gefallen? Räuber? Wie, was? Die Kuh war's. Die Kuh höchstpersönlich und selber. Als ich sie melken wollte, hat mich das Rindvieh getreten. Die Kuh? Die Kuh hat euch getreten? Die will keine Milch geben. Ja. Ja, das ist wohl schon ein sehr altes Tier, das nur mehr zum Ziehen taugt und zum Schlachten. Ach, wer hätte das gedacht? Aber ich mach mir nicht viel aus Kuhfleisch. Das ist mir nicht saftig genug. So ein Schwein hingegen. Ja, das schmeckt anders. Ja, dazu die Würste, Kassler und Schinken, Sauerfleisch, Grützwurst, Swazur. Aber so ein Rindseintopf, der ist auch lecker. Schön lange gekocht, mit Möhren und Sellerie. Ja, wenn es euch schmeckt, schön. Aber was aus einem Schweinchen alles rauszuholen ist? Schweinebauch mit Fenchelgemüse, Schweineschultern mit Bohnen und Kohl, Schweinekoteletts, gegrillte Schweinefilets, Rostbratwürste. Hört, hört, Wanderer. Ich begreife, was ihr wollt. Euch zuliebe will ich tauschen. Will euch das Schwein für die Kuh lassen. Und den Wagen gebe ich euch obendrein. Ja, gemacht. Gemacht. Gott lohnt euch eure Freundschaft. Dann komm. Viel Glück. Da habe ich ja noch mal Schwein gehabt, was? Eigentlich ist das Leben doch eine leichte Sache. Ja, für ein schlichtes Gemüt mag sein, aber wenn du etwas erreichen willst, dann ist es gar nicht einfach. Du musst dich anstrengen, kämpfen. Anders geht es nicht. Warst du eigentlich schon mal am Meer? Am Meer? Wie kommst du darauf? Am Meer machen wir doch keine Geschäfte. Wie mir doch alles nach Wunsch geht. Begegnet mir je eine Verdrießlichkeit, wird sie sogleich wieder gut gemacht. Schau ich in den großen Garten dieser großen schönen Welt, muss ich auf mein Glück nicht warten, weil mein Leben mir gefällt. Mach dir keine Sorgen, ich hab alles unter Kontrolle! Sie
Siehst du, Schweinchen? Alles unter Kontrolle. Hey, Wandersmann! Wartet! Wollen wir nicht ein Stückchen gemeinsam gehen und etwas plaudern? Ja, gerne. Das ist nicht annehmbar. Das ist eine Unverschämtheit, unverschämt. Du willst meine missliche Lage ausnutzen, ja? Aber ich bin in keiner misslichen Lage und schon gar nicht auf einen wie dich angewiesen. 10 Taler! Erst vor einem halben Jahr habe ich ein Rad machen lassen und nur 5 Taler bezahlt. 5! Die Hälfte! Die Preise sind eben gestiegen. Wenn ich euch zu teuer bin, verschwindet. Sucht einen anderen Stellmacher, der euch weiterhilft. Ich denke, ihr seid unser Mann. Mein Vater will den Handel mit euch und mit keinem anderen. Und auch ich wäre sehr glücklich, wenn ihr und wir, wenn wir zusammenkommen. Ja, an mir soll's nicht scheitern. Dann lasst uns doch noch ein bisschen reden. Vielleicht habt ihr hier und da ein bisschen Spielraum, Gestaltungsmöglichkeiten. Versteht ihr? 3 Taler! 3 Taler, mein Kind! In deinen Adern, da pocht wirklich das Blut eines Händlers. Ich bin stolz auf dich, glücklich. Wegen 3 Talern. Wegen 3 Talern? Denn mit diesen 3 Talern, da kaufe ich etwas, verkaufe es und erziele einen Gewinn. 5 Taler, 6 Taler und mit diesen 6 Talern... Ich hab's verstanden, Vater. Es ist nicht so schwer zu verstehen. Du hast es nicht nur verstanden, mein Kind. Es steckt in dir drin, diese Leidenschaft eines Händlers, die nicht aufhören kann, niemals aufhören kann zu handeln. Gerade hast du es bewiesen. Ja, das Handeln habe ich von euch gelernt. Aber... ich gehe ein bisschen spazieren. Was willst du denn hier rumspazieren? Wir haben doch jetzt Zeit. Und ich habe Lust dazu. Die Lust ist aber der Feind der Pflicht. Ein wirklich schönes Schwein habt ihr da. Jung, gesund, rosa. Wie es sein soll. Nicht wahr? Ich hatte so viel Glück auf meinem Weg, dass ich da noch die Kuh gegen das Schwein tauschen konnte. Besser hätte es nicht kommen können. Ja, ihr habt wirklich immer nur vorteilhaft getauscht. Ja, das Glück meint es wirklich gut mit mir. Wer das von sich sagen kann, mir klebt das Pech an den Füßen. Mein Vater schlug mich und jagte mich vom Hof. Mein Weib betrog und belog mich und meine Kinder kennen meinen Namen nicht. Ich hab kein Haus, kein Bett. Meine Decke ist nachts der freie Himmel. Aber das hat ja vielleicht auch wieder seine Schönheit. Ja. Schön. Alles, was ich noch besitze, ist diese Gans. Sie ist das einzige Geschöpf auf dieser Welt, das mich mag. Und schön Gewicht hat sie auch. Hebt sie einmal. Hä? Ist sie schwer? Oder ist sie leicht? Na, was sagt ihr? Ja, die ist bestimmt ganz wunderbar schwer. Aber das sehe ich auch so. Die ist aber auch 8 Wochen lang genudelt worden. Wer in diesen Braten beißt, der muss sich das Fett von beiden Seiten abwischen. Jawohl. Da kommt man mit dem Schmatzen gar nicht hinterher. Ich bringe sie zu einem Kindtaufschmaus. Ja, die hat ihr Gewicht. Die ist schwer. Aber mein Schwein ist auch keine Sau. Ja, es ist schwer, in der Tat. Aber hört, mit eurem Schweine mag es nicht ganz richtig sein. In dem Dorf, durch das ich gekommen bin, ist eben dem Schulzen eins aus dem Stall gestohlen worden. Ich fürchte... ja, ich fürchte, ihr habt genau dieses Tier in eurem Karren. Mein Schwein gestohlen? Das verstehe ich nicht. Ihr seid einem Verbrecher auf den Leim gegangen. Habt ihm eure Kuh gegeben für diese Diebesware. Und sie haben Leute losgeschickt. Und es wäre ein schlimmer Handel, wenn sie euch mit dem Schweine erwischten. Das Geringste ist, dass ihr ins finstere Loch gesteckt werdet. Ins finstere Loch? Nein, das geht nicht. Ich muss nach Hause. Ah, was für ein schöner Nachmittag das ist. Die Luft, die Sonne, der weite, der freie Himmel. Wie mag man sich da wohl im finsteren Loche fühlen? Ach Gott, helft mir doch aus der Not. Ihr wisst hier herum besser Bescheid. Nehmt mein Schwein da und gebt mir eure Gams. Ich muss schon etwas aufs Spiel setzen. Aber ich will doch nicht schuld sein, dass ihr ins Unglück geratet. Viel Glück. Passt gut auf euch auf. Ja, danke.
Das war knapp. Tag. Wer bist du? Hey, komm doch zu uns. Wir feiern die Geburt meines Kindes. Kommt. Wenn ich mir recht überlege, habe ich doch noch einen Vorteil bei dem Tausch mit dir gemacht. Erstlich der gute Braten. Hernach die Menge von Fett, die herausträufeln wird, das gibt Gänseschmalzbrot auf ein Vierteljahr. Und schließlich die Federn. Die schön weißen Federn, die lasse ich mir in mein Kissen stopfen. Und darauf will ich wohl ungewiegt einschlafen. Was wird Mutter für eine Freude haben? Bald sind wir da. Die Luft riecht schon nach Meer. Schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind. Ich schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind. Euch geht's wohl, weil ihr so lustig bei eurem Schleifen seid. Ja, Handwerk hat güldenen Boden. Wisst ihr, ein rechter Scherenschleifer ist ein Mann, der so oft in die Tasche fasst, auch Geld darin findet. Aber wo habt ihr denn die schöne Gans gekauft? Die habe ich nicht gekauft. Die habe ich für mein Schwein getauscht. Die Gans? Gegen ein Schwein? Und das Schwein, wo habt ihr das gekauft? Habe ich für eine Kuh gekriegt. Und die Kuh? Die habe ich für ein Pferd bekommen. Und das Pferd? Habe ich einen Klumpen Gold, so groß als mein Kopf, gegeben. Und das Gold? Ja, das war mein Lohn für 7 Jahre Dienst. Da habt ihr euch ja alle Zeit trefflich zu helfen gewusst. Könnt ihr es nur noch dahin bringen, dass ihr das Geld in der Tasche hüpfen hört, wenn ihr aufsteht. Dann habt ihr euer Glück gemacht. Wie soll ich das anstellen? Sagt es mir, guter Mann. So. Ja, ihr müsst ein Scherenschleifer werden wie ich. Und ihr werdet alle Zeit satt und zufrieden sein. Die Sonne ist für euch da. Der Mond ist eure Laterne. Und die Sterne sind die vielen Münzen, die auf euch niederregnen. Und es ist immer Licht und Glück. Glück und Licht. Sorgen kennt ihr dann nicht mehr. Das klingt wundervoll. Ja, ja. Dazu braucht ihr nichts weiter als einen Wetzstein. Und wenn ihr wollt, helfe ich euch auch, ein tüchtiger Scherenschleifer zu werden. Ja, das ist hochherzig von euch und nobel. Aber woher soll ich einen Wetzstein nehmen? Wetzstein also? Wetzstein will er, der junge Wanderer. Ja, das Leben noch vor sich und weiß es nicht. Da habe ich... Wo habe ich... Ah, da ist er, ja. Der ist zwar ein wenig schadhaft, aber ihr sollt mir auch nichts weiter als eure Gans dafür geben. Wollt ihr das? Ja, wie könnt ihr da noch fragen? Ich werde ja zum glücklichsten Menschen auf Erden. Ja. Hab ich Geld? So oft ich in die Tasche greife, was brauche ich da länger zu sorgen, nicht? Ihr sagt es, ihr sagt es. Und da habt ihr noch einen tüchtigen Stein dazu, auf den sich's gut schlagen lässt, dass ihr eure alten Nägel gerade kloppen könnt. Nehmt ihn und hebt ihn gut auf. Ja. Hab Dank. Ihr auch. Schmeckt ja wie Essig. Verzeiht, junge Frau. Er muss sauer geworden sein. Stand wohl zu lange schon offen. Habt ihr denn keinen anderen Wein?
Im ganzen Dorf kein einziges Fläschchen, geschweige denn volles Fass. Das ist ja die ganze Misere. Euch kann geholfen werden. Was willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Drum lerne nur das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da. Ach, da bist du ja endlich. Vater, geht's euch nicht gut? Doch, doch, doch. Alles gut. Mir wird nur auf einmal ein kleines bisschen schlecht und schwindelig. Ein wenig müde, aber jetzt geht's wieder. Was dauert das denn so lange? Wir müssen weiter. Vielleicht ist es ja gut, dass unser Rad gebrochen ist. Eine glückliche Fügung. Glückliche Fügung. Wir sitzen hier fest, weil dieser Esel unser Rad nicht schnell genug repariert. Da gibt es nichts schön zu reden. Lasst euch überraschen. Elisabeth! Wo willst du denn hin? Ah! Da seid ihr ja! Den denn her? Aus den südlichen Anbaugebieten. Rotes Gold. Etwas Besseres findet ihr weit und breit nicht. Was kostet das rote Gold? Ich nehme auch etwas mehr, wenn ihr den Preis günstiger macht. Ich habe 5 Fässer. 5 Fässer? Das sind, 5 mal 175 Liter, das macht 875 Liter. Sagen wir 850. Das wäre schon mal mein erster Rabatt. 850 Liter kosten? Wir berechnen normalerweise pro Fass 20 Gulden. Und in einem Verhältnis von 60 Kreuzern für einen Gulden oder 90 Kreuzern für einen Taler, das wären dann etwas mehr als 13 Taler für einen Fass. Also insgesamt 65 Taler. Ich mache euch einen weiteren Rabatt. 90 Gulden oder 60 Taler auf die Hand. Einen zweiten Rabatt? Ihr seid wirklich großzügig. Gemacht. Schickt eure Diener zum Stellmacher, dort steht der Wein. Der Handel gilt. Knecht! Siehst du? Alle 5 Fässer. Und das ist viel mehr, als wir auf dem Markt in Lauenburg bekommen hätten. Wirklich meine Tochter. Dann schaffen wir es vielleicht sogar heute noch weiter nach Buxtehude. Komm! Nein, warte. Das ist mein Vater. Willkommen. Feiert mit uns. Tut uns leid. Die Zeit drängt. Wir sind in Geschäften unterwegs. Das Engelchen habe ich mal selbst geschnitzt. Es soll euer Kind beschützen und ihm Glück bringen. Danke. Dann feiert jetzt bitte mit uns. Auf einen Becher. Ja, gut, gut. Und noch. Bitte, trink. Komm, Vater, wir tanzen. Oh, komm, ein Tanz. Wie gut wäre das, wenn ich gerade jetzt diese Last nicht zu tragen bräuchte.
Das war schön. Aber jetzt geht's weiter. Wir sind lange genug aufgehalten worden. Wenn wir uns beeilen, sind wir noch vor Mitternacht bei Meier in Buxtehude. Und wenn wir uns nicht beeilen und etwas ganz anderes machen? Wir haben den Wein für den Markt hier schon verkauft. Das war ein gutes Geschäft. Ja, das war ein gutes Geschäft. Aber warum sollen wir nicht weiter nach Buxtehude? Ich war noch niemals am Meer. Und du warst auch noch nicht da. Wir haben beide das Meer noch nie gesehen. Meer, Meer. Was sollen wir am Meer? Warum redest du immer davon? Ich will sehen, ob es wirklich so schön ist am Meer. Wie ich es gehört habe. So frei. Und so weit. Schön. Frei, weit. Ach, das ist doch alles. Komm, Vater, wir machen das einfach. Wir sehen es uns wenigstens einmal an, das Meer. Sind weg. Weg. Ich hab nichts mehr. Nichts. Ich bin frei. Ich bin frei! Danke, Gott. Danke, dass du mir auch diese Gnade erwiesen hast. Mich auf diese gute Art und ohne, dass ich mir einen Vorwurf zu machen brauche, von den Steinen befreit hast. Einen glücklicheren Menschen als mich gibt es nicht unter dieser Sonne. Thank you.
Es ist wirklich so schön, wie du gesagt hast. Schau mal, da hinten wohnt meine Mutter. Und das ist das Boot meines Vaters. Was für ein Glück. Das kann man für Geld und Gold gar nicht kaufen. Und das Beste ist, weißt du was? Dass ich es mit dir teilen kann, mein Glück.